herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Das wird heute ein Amsterdam-Vlog. Für Yasin, Aki und mich geht es heute nach Amsterdam und ihr seid mit dabei. So Leute, wir sind jetzt hier im Günther mittlerweile auf dem Weg zum Flughafen. Stimmung ist komplett tot, wie man hier ganz unschwer erkennen kann. Aber ja, wir sind gleich am Flughafen. Auto ist komplett vollgepackt. In Günther passt auch so einiges rein. Ich habe Yasin darf jetzt fahren gerade, wie man sehen kann. Und ja. So Leute, wir sind jetzt hier am Flughafen. Wir haben uns hier einen Parkplatz gebucht am Flughafen. Und bei mir ist natürlich mal wieder, ich habe hier einen Koffer, Leute. Guck mal, wie komplett kaputt der einfach ist. Der hat einfach nur noch zwei Rollen. Auf der Seite gar keine. Ja, weil ich habe meine ganzen Koffer ausgeliehen und jetzt ja, habe ich selber diesen kaputten Koffer. So, jetzt geht's auch schon ins Flugzeug. Seid ihr ready? So, wir sind jetzt in Amsterdam angekommen. Hier darf man auch mit OP-Maske rumlaufen. Und jetzt warten wir gerade auf unser Gepäck. Ich zeige euch mal kurz, wie der Flughafen hier aussieht. Ist ganz klein, übersichtlich. Das ist natürlich auch, wenn ich keine anderen Filme. Aki, freust du dich? Ja. So, wir sind jetzt im Taxi und fahren zu unserem Hotel. Wir haben das große Glück, direkt in der Innenstadt von Amsterdam zu sein. So, guten Morgen aus Amsterdam. Ich habe sehr gut geschlafen und zeige euch jetzt mein Zimmer. Es ist sehr, sehr klein. Die Zimmer in Amsterdam, muss ich dazu sagen, sind aber generell auch sehr kleine Zimmer. Kommt hier rein. Hier ist übrigens mein Koffer. By the way, für ja, 3 Tage sehr, sehr vollgepackt, aber ich will ein paar Bilder machen. Hier bin ich. Hello. ja, dann ist hier so eine kleine Ecke, so ein Schreibtisch. Und hier ist auch schon das Bett. Und ich bin so ein Freaky, ich habe es zwar schon auf Insta gesagt, aber ich sage es hier auch nochmal. Ich schlafe im Hotel immer mit einem Handtuch von zu Hause auf dem Kissen, weil ich mich ekle. Ist echt wirklich sehr, sehr niedlich und klein, also nichts Besonderes, aber ich brauche jetzt auch keinen Luxus. Mir ist einfach nur wichtig, dass es sauber ist und das ist es hier. Hier nehme ich nochmal, hier ist eine kleine Dusche. Und dass ich einen Balkon habe, weil ich morgens einfach nicht auf meine Kippe verzichten möchte. Und hier haben wir aber auch einen richtig schönen Ausblick und der Balkon ist auch wirklich groß. Und ja, das ist dann hier der Ausblick über Amsterdam. Amsterdam, ich liebe es einfach. Ja, und jetzt geht's erstmal los. Was? Essen. So, Leute, wir leihen uns jetzt als erstes mal Fahrräder aus. Wir wollen was essen gehen, aber wir sind sofort zu Fuß zu laufen und in Amsterdam ist ein Fahrrad Pflicht. So, meine Lieben, wir nehmen jetzt unser erstes Abendbrot zu uns und wir sind hier in der Burger Café. Es sind auf jeden Fall richtig geile Sachen auf der Karte. Und jetzt werden wir ins Hotel gehen, weil wir wollen noch einiges erledigen und einiges angucken und ja, dafür müssen wir fit sein. Jetzt gibt es hier erstmal für uns Frühstück um, wie spät haben wir es, Yasin? 14:20 Uhr, ja. Für mich ganz standard genießt Kaffee. Und es ist echt ganz süß gemacht, dieses Kaffee hier. Wow, die Stühle sind ein bisschen unsicher, aber sonst The Avocado Show und ja, ich habe hier auch ein cooles Foto gerade gemacht. So Leute, unser Essen ist jetzt da. Wir haben uns ziemlich gesunde Sachen ausgesucht. Hier sind auf jeden Fall Avocado Fries, Sweet Potato Fries. Ich habe hier so ein Mango Tango mit Mango und Avocado. Meine Schwester auch. Ist auch vegan. Und ja, jetzt probieren wir es mal. So, wir haben jetzt Healthy Food zu uns genommen und jetzt sind wir startklar. Jetzt geht es nämlich für uns ins Anne Frank. Wir sind schon alle sehr, sehr gespannt. So, wir wollten eigentlich ins Anne Frank Museum, aber da muss man reservieren. Das ist bis August komplett ausgebucht. Deswegen können wir das jetzt nicht machen und haben Plan B. Wir fahren jetzt als erstes zu This is Holland. Das ist sowas ähnliches. Leute, die schon meine Urfahrtbahn kennen, das ist ein Boletarium. Also irgendwie 5D, ne? Ja, und da fahren wir dann hin. Und da weiß ich noch nicht, ob ich das mitnehmen kann, aber ich erzähle. So Leute, wir sind jetzt hier auf so einer Fähre, genau so eine wie da steht, mit unseren Fahrrädern und die bringt uns jetzt zu This is Holland. Und die ist for free, die ist umsonst tatsächlich. Auch ganz cool hier mal so rüberzufahren. So, wir sind da bei This is Holland
Und ja, was genau machen wir jetzt hier? Wir werden jetzt hier einfach auf diesem hohen, fetten Dach schaukeln. Okay, das ist auf jeden Fall jetzt doch was anderes. Aber wir wollen das andere nachher auch noch machen. Was das ist, weiß ich jetzt noch nicht. Das ist anscheinend doch sowas wie Voletarium. Genau, hier sieht man es auch. Gehen wir durch. Und ja, wir freuen uns trotzdem drauf. So Leute, wir waren jetzt bei This is Holland und das war so ein Voletarium, was ich hier schon gesagt hatte. Ich persönlich fand es ganz cool, weil es einfach mal die Geschichte von Holland erzählt hat und man jetzt einfach viel, viel mehr über dieses Land weiß. Aber uns hat ein bisschen so der Action-Faktor gefehlt. Und deswegen werden wir jetzt gleich auf dieses Dach von mir gehen und werden über den Rand wieder umschaukeln. Und da wollen wir gleich hoch. Und ich weiß nicht, wie weit ich noch gehen kann, aber ich werde es natürlich versuchen. So, wir sind jetzt hier bei dieser Schaukel und das ist echt ein richtig, ja, fetter Turm hier. Geht echt tief runter und man schaukelt hier so quasi über den Rand hinaus. So Leute, es geht jetzt gleich los. Also Leute, wir waren jetzt auf der Schaukel und ich muss echt sagen, ich habe schon so ein bisschen Muffensaugen gehabt, weil wenn man dann da oben ist, sieht das plötzlich doch echt richtig weit hoch aus. Das ist ja auch nicht so ein bisschen schlecht geworden irgendwie. Deswegen entspannen wir jetzt kurz, trinken ein Wasserchen und dann geht's weiter. Und ja, als nächstes wollen wir essen und wir sind ein bisschen shooten und so. Zeige ich euch noch ein bisschen die Gegend und wir sind auf die Idee gekommen, uns spontan tätowieren zu lassen. So, wir haben uns jetzt wieder Fahrräder ausgeliehen. Und wohin fahren wir jetzt? Wir sind jetzt noch kurzfristig was essen gegangen, weil wir müssen jetzt eine Stunde auf das Tattoo warten. Und ja, heute haben wir uns für Italienisch entschieden. Und jetzt ist unser Essen da. Für mich gibt es Pasta all'olio, für meine Schwester auch. Und für Yasin gibt es Ravioli mit Trüffel. Also Leute, wir haben jetzt gefragt, ob wir im Tattoo-Studio filmen dürfen. Das ist leider nicht erlaubt, aber ihr werdet natürlich danach das Ergebnis sehen. Und ihr werdet danach auch sehen, für was wir entschieden haben. In einer Stunde ist es soweit. So Leute, wir sind jetzt wieder zurück im Hotel. Sister und ich, frisch tätowiert. Aki. Bei mir sitzt gerade noch Folie drauf. Pflaster, das ist unser Schwestern-Tattoo an derselben Stelle. Aki, wie war's? Katastrophe, es hat so weh getan. Hölle, es war echt die Hölle. Also es war echt kurzzeitig so schlimm, dass ich gedacht habe, ich muss abbrechen. Ich dachte, ich kann das mit der Farbe nicht mehr. Ich schaff das mit der Farbe. Sehr geheult sogar noch. Ja, das war so schlimm, Leute. Also ich durfte ja nicht filmen, aber ich hätte auch gar nicht filmen können. Das war next level. Und ja, das war echt anders. Beide ich habe zu ihr gerade dasselbe. Ich habe zu ihr gerade gesagt, das ist richtig Britney Spears 2000er Tattoo. Ja, ich find's gut. Ich find's gut, weil man es halt so sieht, wenn wir bauchfrei sind. Und wir haben auch bauchfrei. Ja, auf jeden Fall das Tattoo. Ich wollte mir zwei machen. Ich wollte mir hier noch was machen, aber ich konnte nicht mehr. Ich konnte wirklich nicht mehr. Ich wäre sonst ohnmächtig geworden. You live and you learn. And I hope I've seen. Hi meine Lieben, unser letzter Tag in Amsterdam und wir sind jetzt in einem fancy Museum und machen einfach Bilder von meinem Instagram-Account. Ich wollte schon immer mal in so ein Museum. Das gibt es in jeder Stadt gefühlt, nur bei uns in München nicht. Und ja, ich freue mich voll drauf, aber ich bin leider auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, man kann sich hier 100 Mal umziehen. Ich habe eine ganze Reisetasche mitgenommen und ich darf mich irgendwie gar nicht umziehen. Ich habe jetzt hier was geschmuggelt. Und ja, gucken wir mal, was hier. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you. Caught by surprise by you. Want you to make my heart. Und das war's von meinem Amsterdam-Vlog. Hier, wie man sehen kann, ist mein Tattoo mittlerweile auch richtig gut verheilt. Die Schmerzen haben sich gelohnt. Mein 90er Britney Spears Tattoo, wie meine Schwester gesagt hat. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Channel, folgt mir auch auf Instagram. Und bis zum nächsten Mal.